Was ein harter Tag. Okay, weiter. Ich sehe aus, als hätte ich hier so einen Bademantel an. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Super. Top. Spitze. Klasse. Habt ihr irgendwas Besonderes? Malachiterz hier, super. Oh cool, ich bin schon wieder überladen. Ich misst jetzt gleich mal aus, Moment. Mal schauen, was können wir denn hier rauswerfen? Die Elfenrüstung würde ich gern behalten, die sieht hübsch aus. Die Akademiestiefel schmeißen wir mal weg. Die Roben, gut, die haben halt alle nur eins, ne? Das ist halt... Wir haben gar nicht so viel Zeug dabei. Den schmeißen wir weg, so. Und schon läuft das wieder. Für was brauchen wir das Geld, ne? Das ist ja eh... Wir haben ja quasi alles, was wir wollen. Da muss ich gar nicht mehr großartig viel mitnehmen. Oh nee, nicht schon wieder eine Höhle. Was ist das hier für ein Ding? Lydia! Lydia! Ja. Au! Drecksvieh. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Du musst! In den Arsch. Schade, dass ich den nicht mehr mitnehmen kann. Der ist noch eindeutig da und ist noch eindeutig gut. Aber wird nix. So, ganz langsam. Moin! Lydia? Lydia, du machst das, ne? Ha, noch einer! Die Sau hat mich vergiftet! Kurz ein bisschen Licht, oder? Das ist ein sehr komischer Ort. Er sieht nicht nur potthässlich aus, auch die Gegner darin sind nicht so geil. Lydia kriegt alles hin. Auch wenn ich Lydia eigentlich schon lange ersetzen möchte. Aber irgendwie will sich mir keiner anschließen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich einfach ein Unsympath. Das wurde mir mal bei meinem allerletzten SWTOR-Video unter die Kommentare geschrieben. Der Kommentar lautete... Ich habe mir jetzt alle SWTOR-Videos angesehen und wurde gut unterhalten, aber du bist und bleibst für mich einfach ein Unsympath. Ja, danke, ne?
Oh, hi! Was ist denn für einer? Oh, warum habe ich jetzt eine leere Weinflasche aufgesammelt? Wo ist er jetzt? Nein. Was nein? Bei den Göttern nein! Ja doch! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Der kommt wieder. Ja. Sehr gut, Lydia. Und pass auf. Legolas-Style. Boom. In den Hintern. Sag mal, kann der gute Mann jetzt einfach mal stehen bleiben? Danke. Himmel. Bin noch im Kampf. Jetzt nicht mehr. Dann, hallo? Jetzt aber. Aber er ist bei deinen SWTOR-Videos dran. Das ist richtig. Das ist richtig. Also ich meine, ich weiß, ich würde sowas ehrlich gesagt nie schreiben, aber okay. Ich habe mir dann nur so gedacht, ja, fick dich. Das war so mein Gedanke dann auf diesen Satz. Ja, Tane, worum geht es? Ja, mein Tane. Braucht ihr mich noch? Ja, ich brauche dich, Lydia. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Was eigentlich aus deiner Farm und das Haus, das du gebaut hast, geworden, denen geht's hervorragend, kann ich dir sagen. Läuft alles. Das ist ein Selbstläufer, habe ich alles automatisiert. Da kümmert sich jemand drum. Ganz fleißig. Ohne mein Zutun. So, ja gut, die ganzen 1000 Stäbe, die wir da haben, die haben natürlich auch... Oh, ach so, okay. Die ganzen 1000 Stäbe haben natürlich auch einen Haufen Gewicht, ne? Na, unseren Häusern geht's gut. Wir schauen da mal demnächst wieder vorbei, aber im Moment, wir sind halt mit Harry Potter und Magierakademie und so beschäftigt, weißt du? Das ist halt so gerade das Problem. Dann mal los. Wir müssen Voldemort erstmal besiegen, weil sonst gibt's die Häuser bald gar nicht mehr. Wenn wir da jetzt nichts machen. Ach so, hier ist eh nichts mehr. Alles klar. Ich dachte, hier wäre jetzt noch voll das krasse Falmer-Gedöns-Zeugs, aber Schriftrolle von Oblivions Entfesselung. Das klingt gut, das nehme ich mit. Steinhuschei, ja, könnt ihr euch alles behalten. So. Genau, Fendal, der rockt die Farm. Der ist einfach top. Der Mann hat einen grünen Daumen. Im Gegensatz zu mir. Ich brauche eine Pflanze nur schief anschauen und sie geht ein. Bei Fendal ist das nicht so. So, hast du wenigstens irgendeinen besonderen Loot dabei, nachdem du uns schon so genervt hast? Naja, immerhin Stab, ne? Und Tollkirsche und Glühstaub und Gold. Naja, gut. Das ist okay, da will ich mich mal nicht beschweren. So, Meister auch noch. Uiuiui. Ich wollte eh wieder mal ein bisschen Schlossknacken skillen und so. Das ist vollkommen in Ordnung. Absolut cool. Alles gut. Ich krieg meinen Level up hier. Aha. Wir sind nah dran. Fast. Ganz knapp. Alohomora. Oh, leck mich doch. Geht doch. Hoi! Wo kommst du jetzt her?
So, friss den hier! Drecksvieh! Der Mond Lorkan. Ist ein gutes Buch. Ich weiß nicht, warum der hier liegt, aber die Dwemer haben scheinbar an ihm herum experimentiert. So, der hat sogar zwei Ohren, nicht nur eins. Das ist wunderbar. Ich habe bei mir in der Wohnung eine Pflanze. Vor Jahren war die mal grün, ja. Ich habe hier 6 Töpfe stehen mit Erde. Und Samen drin. Es tut sich nichts. Ach komm schon. So langsam wird's lächerlich, du. Haha, lü. Mein fertig. Lydia, mein fertig. Was ihr könnt? Der kann gar nichts. Komm, ich zauber ein bisschen mit. Bam. Hui, der ist gut geflogen. Ich find's ein bisschen schade, dass diese übertriebenen Ragdoll-Physics heute nicht mehr so drin sind wie früher. Das war immer sehr lustig und ich finde das auch in Skyrim sehr schön. Die Gegner fliegen einfach hervorragend und toll durch die Gegend. Und es ist schade, dass es das nicht mehr gibt heutzutage in modernen Spielen. Ich brauche den Realismus nicht. Gegner müssen fliegen. Oh, das war ein Volltreffer. Ah, Mist. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Sehr gut. Ja! Oh ne, ein Schnitter, ey. Nicht ein Schnitter. Nicht ein Schnitter. Jetzt weiß ich, was da so viel Schaden macht. Das ist dieses Spuckzeugs, das scheint uns zu vergiften. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Die sind echt unangenehm, diese Schnitter. Okay, wo geht's hier hin? Gut, da kommen wir dann, gehen wir dann gleich rein. Erst noch gucken, was hier so ist. Was hier noch so los ist. Na super, ich habe gerade die ganzen Stäbe aussortiert. Was passiert? Es droppen einen Haufen Stäbe. Geweihtes Elfenschwert. Ring der großen flinken Finger. Zauberbuch Weitschritt. Oh, das ist nice. Solange du dich konzentriert hast, erhältst du 20% Bewegungsgeschwindigkeit und 25% Tragfähigkeit. Wird außerhalb des Kampfes verdreifacht. Wow. Das ist heftig. Diesen Zauber werde ich sehr gut studieren. Wenn ich hier wieder rauskomme. Lebendig. Kann sein, dass sie ziemlich dumm sind. Naja, die suchen halt, ne?
Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Also jetzt kommt natürlich noch der super mega krasse Hyper-End-Boss. Im Aedrom. Sein Name ist Falmor. Der hat schon wieder so ein Kackvieh dabei. Julia? Wie der Biss eines Flohs. Ja, ich vermute mal, dass ich den Zauber dauerhaft casten muss, wenn ich das haben möchte. Weil ich muss mich ja konzentrieren. Aber wer weiß. Wäre natürlich klasse, wenn es ein Buff wäre. So für 10 Minuten oder so. Ach Gott. Ach ey. Das war schon alles? Wirklich? Na, Herr Sagenmeister. Achso, da ist noch einer. Guten Tag. Oh, da sind noch ein paar mehr. Oh, dieses Gift, ne? Das verdammte Gift. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Gollum, ich hasse dich. Hey, passt ein bisschen auf. Natürlich. Die Falmer sind ja blind, oder? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Die Kriegsaxt sieht sehr geil aus. Ich muss die haben. So, nu. Das war ja jetzt wahrscheinlich der hyperharte Super-Endboss, oder? Aber wohin? Hier sind überall Türen. Und noch mehr Türen. Ach nee. Ach nee. Immer dem Questmarker nach. Und der führt nach da oben. Ah, hier ist ja auch eine Tür. Ach Mann. Oh, da ist was Wertvolles. Da ist bestimmt was Geiles dahinter. Ich glaube, es hat sich ganz leicht bewegt, oder? Ja. Es hat sich ganz leicht bewegt. Fast. Damn. Na komm. Ah, in die falsche Richtung bewegt. Was? Ach, komm schon. Ich glaube, das Spiel will mich gerade ein bisschen ärgern. Jetzt mache ich aber gleich nicht mehr, du. Ah! Fast. Jawohl! Yes! Ja, toll, eine Popeltruhe. Dankeschön. Wow. Echt jetzt? Das ist alles? Ah ne, Mondsteinerz. Oh ja.
Immerhin. Dafür habe ich jetzt eine meisterhafte Tür geöffnet. Herzlichen Dank. Spiel, sehr gut. Das ist der Loot, den ich mir erhofft hatte. Das sage ich euch auch ganz ehrlich. Ganz egal, ob der Loot hier drin besser war oder nicht. Das ist ganz egal. Ich wollte diesen Loot haben. Ich habe diesen Loot bekommen. Ah, okay. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Na gut. Dann weiß ich ja jetzt, wofür die Türen da sind. Wir gehen hier lang. Schauen uns diese Leiche an. Gehen hier runter, holen uns hier den Schlüssel irgendwo. Und dann kehren wir zurück und dann kommt aber der wirkliche, also dann kommt wirklich der Endboss. Bin ich mir ganz sicher. Oder er kommt schon vorher. Hä? Ach Gott, das ist nicht gut. Die wurden wahrscheinlich von irgendeinem Dwemer-Teil gekillt. Und jetzt, ja genau, natürlich. Der Dwemer-Sphäre... Lydia. Okay, pass auf, da brauchen wir wieder. Ah, jetzt habe ich... Ich habe doch hier eine Leiche, oder? So, Knochengeist, Dwemer... Jawohl, kommt Dwemer. Falma meine ich. Hä, was war das jetzt für ein Zauber? Vielleicht soll ich den mal durchlesen. Ah, jetzt, Schutzgeist, los. So. Und weil es so schön ist... Flammenatronach, hey. Oh, ich kann nur eine Beschwörung haben. Naja gut, der Flammenatronach macht das. So, und jetzt volles Pfund aufs Maul. Wir geben ihm nochmal ein bisschen Strom rein. Das Ding tankt. Oh, Kacke. Aha. Ah, Hilfe. Au. Ich bin fast tot. Ah, ich habe gutes Essen dabei. Das wird mich heilen. Ich hau mir einfach 100 Kohlköpfe rein. In den Gierschlund. Und Karotten. Und Wein. Nee, Wein nicht. Ist ungesund. Äpfel. Die Äpfel heilen mich. Käse. Apfelkuchen. So, ich bin stärker als zuvor und ein bisschen fetter, aber das macht nichts. So, ein paar Sweet Rolls noch. Jawohl. Und komm. Für die Ultrastärke ein Sack Mehl. Bam. So, und jetzt machen wir den fertig. Mist, falsch. Nee, nicht so, du hast recht. Was bezahlt ihr? So, Schutzgeist tankt und läuft. Warum läufst du weg? Schutzgeist, hallo? Sie. Hallo? Was macht der Schutzgeist? Was macht. Warum läuft der weg? Wir haben jetzt den Kampf. Schutzgeist, verdammt nochmal. Wir haben diesen Kampf verloren, weil du blöder Penner, weggelaufen bist. Was stimmt mit dir nicht, Schutzgeist? Du bist der schlechteste Geist, den ich je... Schau mir nicht so treu doof an. Du bist schuld. Er kommt ja schon. Jetzt läuft er schon wieder weg. Was stimmt mit dem nicht? Du kleines Drecksvieh, hier, friss nochmal, bam. Hier nochmal, bam. Ha, das hast du jetzt davon.